So, dann fangen wir mal an, den Image Comics Stapel abzuarbeiten. Als erstes möchte ich euch Pretty Deadly zeigen. Das ist sowas wie ein Fantasy-Western mit äußerst hübschen Bildern. Das Kreativteam ist auch für den Eisner Award nominiert gewesen oder für mehrere. Ich habe mich da nicht genau erkundigt. Ich habe mir das eigentlich auch nur deswegen geholt, weil mir die Bilder tatsächlich sehr gut gefallen haben. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich werde euch generell nicht zu viel über die Bücher erzählen. Das ist einfach nur, damit ihr mal gucken könnt. Wie gesagt, ich habe mir das alles auch nur zur Probe geholt, weil so richtig teuer waren die jeweils ersten Bände der Reihen, die ich euch zeige, nicht. Also ich glaube, es waren so zwischen 7 bis 10 Euro für ein Trade Paperback. Ist das absolut human. Ja, hier sehen wir genau, ein Blick auf das Artwork. Also, das ist brutal, genau wie die anderen Image Comics im Grunde auch sind, die gleich noch kommen werden. Ja, die Helden sind entweder in der Grauzone oder es gibt keine Helden. Ja, das muss ich direkt dazu sagen. Es ist einfach eine wunderbare Alternative zu den ganzen Superhelden-Sachen und es ist ein bisschen traurig, dass diese Sachen nicht auch irgendwann mal verfilmt werden. Weil wenn man nur ansatzweise so hübsche Bilder hinkriegt im Kino wie hier in diesen Comics, dann hätte man da schon auf jeden Fall gewonnen. Die Handlung, ja, es ist jetzt ein bisschen länger her, dass ich dieses Buch gelesen habe, war etwas wirr, ja, zumindest für mich. Das Problem ist aber auch, ich lese auch immer erst spät abends, wenn ich dann mal auf Englisch schalten muss, ist sowieso bei mir alles etwas komplizierter. Ja, aber mir gefiel einfach der Panelaufbau hier zwischendurch, wie so diese Wahrsagekarten werden da Dinge eingeblendet und das gefällt mir eigentlich sehr gut und das ist, wie gesagt, generell einfach was anderes als dieser Superhelden-Einheitsbrei. Wobei, da muss ich direkt sagen, die lese ich natürlich auch weiterhin. Ich sammle immer noch Batman und Spider-Man Hefte. Aber das hier ist schon wirklich cool gemacht. Ja, also hier dieses Bild. Ja, sieht das nicht klasse aus? Das hat auch was. Ja, generell viel Western-Ikonografie, wenn man das so will. Es kommen auch immer wieder neue Charaktere dazu, wie hier zum Beispiel. Und ich finde es einfach wunderbar, wie detailreich hier gearbeitet wird. Oder zumindest versucht wird, hier Fell anzudeuten. Ja, ich werde nämlich gleich mit Comics kommen, die sind etwas besser, aber die zeigen weniger. Oh, Brüste, muss ich hier eigentlich zuhalten? War das jetzt pervers? Ach, egal. Ja, also eine wunderbare Story. Ich muss dieses Buch unbedingt nochmal lesen. Ich habe leider nicht mehr ganz den Überblick, wie viel ich euch davon sagen kann. Wie gesagt, es geht mir auch weniger darum zu spoilern, sondern einfach um euch hier jetzt ein paar hübsche Alternativen zu zeigen. Ja, zwischendurch sieht man immer wieder Cover von den einzelnen Ausgaben. Weil, wie so oft, sind die Trades natürlich Sammelausgaben von einzelnen US-Heftchen. Hier sehen wir nochmal, wie wunderbar das gezeichnet und gemalt und koloriert ist. Ja, also wirklich fabelhafte Bilder. Es ist wirklich schwierig, einfach nur zu lesen, weiter zum Blättern. Man muss echt einfach mal alles angeguckt haben. Und es passiert hier so viel. Hier haben wir so ein bisschen Kill Bill-mäßige Schwert-Action. Nein, okay, ist wahrscheinlich nicht genauso wie bei Kill Bill. Aber es gibt jede Menge Action. Also auch für die Leute, die weniger auf Handlung legen, sondern einfach gut auf gut inszenierte Action aus sind, die wird dieses Comic-Heft definitiv oder dieses Comic-Buch definitiv ansprechen.
Oh, ein Löffel. Okay. Ja, den Schluss will ich euch jetzt hier nicht zeigen. Ja, wie gesagt, ich habe das für, ich glaube, knapp 7 Euro oder so bei Amazon bestellt und kann es nur wirklich jedem ans Herz legen, der mal eine Alternative zum Comic-Einheitspreis sucht oder allgemein gerne Comics liest und auch mal was lesen möchte, was nicht jeder hat. Wie gesagt, eignet sich auch hervorragend als kleines Geburtstagsgeschenk, kostet jetzt nicht so viel und ist schon mal besser als eine Packung Zigaretten oder sowas. Als nächstes gehe ich weiter, wie auch immer, mit Sachen des Autors Rick Remender. Pretty Deadly, jetzt sind wir bei Deadly Class. Ja, ich weiß, das klingt alles sehr, sehr negativ, aber es soll es absolut nicht sein. Dieses Buch kann man ein bisschen beschreiben wie Harry Potter oder Hogwarts mit Profikillern. Ja. So, es spielt auch in den 80er Jahren, das steht hier auch, it's 1987. Und hier geht es um den jungen Marcos López Agüero. Oder Agüero? Ja, gut, ich versuche jetzt nicht weiter das auszusprechen, das könnte nur peinlich sein. Und ja, der landet dann in einer Schule für die Kunst des Mordens. Tja, wie sieht sowas denn aus, die Kunst des Mordens? Ich habe mir hier mal ein paar Post-its reingemacht, weil es hier dann doch Punkte gab, wo ich gedacht habe, da könnte man ein bisschen was zu erzählen. Ja, also es fängt an mit einem Jungen, der absolut in der Loser-Position ist, der Marcus, bettelt auf der Straße. Es ist vielleicht alles ein bisschen klischeehaft, aber das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Auch hier ein wunderbarer farblicher Aufbau oder ein Panelaufbau, wie auch immer. Ja, hier oben liegt er quer drüber, dann dieses farbreduziert und dann einmal hier sehr krass. Ein schöner Kontrast. Hier sehen wir allerdings auch, dass unser Held Marcus nicht ein richtig super großer Held ist. Ein älterer Herr versucht ihm seine Schuhe zu klauen und dann ist er schon kurz davor, ihn umzubringen und auf ihn drauf zu hauen, aber dann sieht er hier die Füße von dem armen alten Mann und überlässt ihm seine Schuhe. Also ein harter Kerl, aber doch mit einem Herzen am rechten Fleck sozusagen. Ja, hier, diese Seite liebe ich. Das ist dann der Moment, wo Marcus mitgenommen wird in Richtung Schule. Natürlich von einer liebreizenden jungen Dame. Allein dieser Seitenaufbau gefiel mir sehr gut. Das hätte auch ohne Sprechblasen locker Poster für die Veröffentlichung dieses Comicbuchs sein können oder auch eine Titelseite. Ganz egal, ich finde es richtig cool mit diesen Schrägen hier und das, wie das einfach hier folgt. Einfach genial. Und diese Schrägen werden auch weiter beibehalten, zeigen eine Verfolgungsjagd und so weiter. Jede Menge Action auch hier. Und dann landet Marcus in der Schule. Der Schulleiter redet mit ihm, hält ihm einen Vortrag darüber, was er erwartet und wofür seine Schule da ist. Tja, und hier sehen wir das. Hogwarts für Profikiller. Ist mal ein bisschen was anderes. Aber es gibt auch wieder ein paar Klischees, die erfüllt werden. Hier haben wir diverse Gruppierungen an der Schule. Wie es nun mal so ist, hier ist es teilweise abhängig vom Sozialstatus, dann von der Herkunft. Im Grunde gefiel mir das, weil es hat so wirklich ein bisschen diesen 80er Jahre John Hughes Teenager Film Flair, wo auch immer viel auf dem sozialen Status herumgeritten wurde oder sich diese unterschiedlichen Menschen erst zusammenraufen mussten, wie beim Breakfast Club oder auch drauf geschissen wurde, wie bei Ist die nicht wunderbar. Ja, also von daher wird ja gut was aufgegriffen, was in dem Film früher auch so war. Oder auch jetzt, wenn man irgendwelche Highschool-Teenie-Komödien guckt, da gab es diesen Film Duff,
keine Ahnung, da sagt mir nur einer, so super tolle Mädels haben dann so eine etwas hässlichere Freundin und über die probieren die netten Kerle oder die Kerle überhaupt an die super tollen Tussis dran zu kommen. Total furchtbar und oberflächliche Scheiße, aber was soll's. Ja, also Markus beginnt dann seine Ausbildung, dazu gehört dann auch schon mal ein bisschen Wettrennen oder Konkurrenzkampf mit Mitschülern. Dann wird hier über die Dächer gehüpft. Und ein Mord gehört wohl auch als Hausaufgabe dazu. Hier sitzt Markus dann mit einem Mitschüler und so einem alten Knacker zusammen. Und das ist genau der alte Knacker, der ihm allerdings ganz am Anfang die Schuhe klauen wollte, glaube ich. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Wie gesagt, ich habe diese ganzen Comics zuletzt vor langer Zeit gelesen. Vor langer Zeit heißt vor 4 oder 5 Monaten. Ich kam einfach zu nichts mehr wegen der Arbeit, wie ich schon sagte. Naja, ich möchte nicht zu viel spoilern. Es gibt auf jeden Fall noch einen so einen Gastauftritt von Mr. T, so ungefähr. Kann man das so sagen? Gastauftritt Mr. T, nur weil er da gezeigt wird. I pity the fool. Jawohl. Wie man hier sieht, gibt es auch wunderbare Farbspiele. Also es ist ein wirklich sehr ansprechendes Buch. Nicht so wie Pretty Deadly, aber auf eine andere Art und Weise fand ich es auch unheimlich kreativ. Mir hat das sehr gut gefallen. Allein diese Tatsache, dass man hier mal politisch unkorrekt Teenager in eine Schule für Superkiller gesteckt hat, gefiel mir eigentlich ganz gut. Ist natürlich jetzt nicht so, dass ich das Gangstersein oder was auch immer total damit unterstützen würde. Aber es ist mal düster und einfach was anderes als das, was man sonst so sieht. Also es gibt ja auch so Comics mit der Avengers Academy oder was auch immer. Das müsste ich jetzt nicht haben. Da gefiel mir diese Variante schon sehr gut. Und kann ich nur wirklich jedem ans Herz legen, der so ein bisschen Sachen wie Kick-Ass oder Wanted, ja, vielleicht nicht unbedingt Wanted, das schon wieder zu übertrieben, aber wer sowas gerne gesehen hat und auch schon gelesen hat, für den ist Deadly Class definitiv eine klare Empfehlung. Dann mache ich direkt weiter mit 2 Büchern. Das ist einmal Black Science, auch von Rick Remender. Black Science, da geht es um eine Familie oder um einen Vater, mit seiner Familie so ein bisschen Dimensionssurfing unternimmt. Es hat ein bisschen was von Sliders trifft auf Stargate. Ja, er hat eine Maschine gebaut, womit man durch die Dimensionen springen kann. Und natürlich gibt es nicht in jeder Dimension so viele Nettes zu entdecken. Es gibt auch komische Monster. Ja, okay, hier eine riesige Schildkröte. Gut, aber trotzdem gibt es auch viele bedrohliche Dinge. Hier zum Beispiel, man sieht hier sowas wie einen Maya-Tempel. Das stand schon wieder ein bisschen so, als könnte man dann davon ausgehen, dass vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt in der Geschichte oder in dem nächsten Folgeband darauf hingewiesen wird, dass vielleicht diese Wesen oder was auch immer auf unsere Welt gekommen sind und ihre Kultur bei uns geteilt haben oder was auch immer. Oder es gibt einfach Parallelen. Das könnte auch dazu kommen. Aber da will ich nicht genau ins Detail gehen. Wie man sieht, es ist ein schönes, relativ detailliertes Artwork hier drin. Ja, also eigentlich sehr, sehr gut. Man hat auch versucht, die Seitenaufteilung nicht nur mit 2, 3 Bildern zu füllen und das wäre es dann. Man hat wirklich probiert, hier viel zu erzählen und das finde ich eigentlich immer gut. Dann hat man auch mehr von seinem Geld. Ja, also es geht direkt actionreich los, jede Menge Explosionen. Es wird aus Fenstern gesprungen, das ist auch immer gut. Dann kommen noch ein paar abgefahrene Wesen hinzu.
Und damit man auch weiß, was hier eigentlich abgeht, gibt es zwischendurch so Rückblenden. Ich glaube, dafür muss ich mal, genau hier habe ich eine Markierung mal gemacht. Hier sieht man nämlich, was los war, bevor die den ersten Dimensionssprung unternommen haben und die ganzen Diskussionen. Und man erfährt mehr von den Beziehungen untereinander der Figuren. Ja, es ist halt nicht nur flache Science-Fiction-Action oder sowas. Ja. Ja, ganz recht. Man hat hier halt den Wissenschaftler-Typ und den anstrengenden Businessmenschen, der alles ganz schnell vorantreiben will für mehr Geld und mehr Erfolg. Ja, es gibt einfach, egal wo, immer Dinge in Geschichten, die wohl notwendig sind. Aber die Bilder sind herrlich und ja. Wir sind jetzt hier weg von Raumschiffen und so weiter. Das hier ist mal Science Fiction auf einer Ebene, die ohne großartigere Weltraumschlachten auskommt und ohne Laserschwerter. Und das finde ich ist eine wunderbare Sache. Zwischendurch gibt es Planeten, auf denen die Familie oder die Forschenden landen, wo sie auch mal ausspannen können. Aber es gibt ja auch Leute, die sie verfolgen. Und das durch mehrere Dimensionen hindurch. Ja, also wer auf sowas wie, ich sag mal, Sliders trifft, ein bisschen auf, ja, vielleicht Stargate steht, der könnte hiermit sehr viel Spaß haben. Ja, die Zeichnungen sind absolut genial. Die Farbpalette ist auch gut ausgewählt. Also, das heißt gut, das ist jetzt meine Meinung. Ich sage einfach mal gut ausgewählt, weil es ist ansprechend und passend. Ja, jede Welt hat so ihren eigenen Stil. Hier haben wir so ein bisschen, ja, Mad Max-mäßige Wüsten. Und hier vorne, was war hier? Ja, dunkler Sumpf. Ja, also wird dann nicht probiert, irgendwas Abgefahrenes einzubauen. Man hat einfach was Stimmiges ausprobiert, würde ich sagen. Ja. Ups, jetzt habe ich die Kamera gewackelt. Da, hier kommen auch irgendwann so ein bisschen die Affen. Keine Ahnung. Ich will ja nicht erklären, was das hier eigentlich alles auf sich hat, weil sonst würde es absolut keinen Spaß machen, das zu lesen. Es ist wirklich eine coole Geschichte mit hervorragenden Bildern. Ja, und genauso auch von Rick Remender geschrieben. Low. Ja, gefiel mir noch ein bisschen besser als Black Science. Hier hat sich die Menschheit nicht irgendwie ins Weltall oder in andere Dimensionen verkrochen, sondern ist unter Wasser gegangen. Ja, also die Oberfläche der Welt ist total im Eimer, kann man nicht anders sagen. Und es gibt diverse Städte unter Wasser. Aber es gibt eine Frau, nämlich Stell Kane, die daran glaubt, dass man wieder an die Oberfläche kann und versucht, diese nun zu erreichen. Aber wie bei allen Image Comics gibt es viele Probleme, die auf die Hauptfiguren stoßen. Und es ist ein bisschen düsterer als so diese Standard-Superhelden-Geschichten. Auch hier, Stell, die verliert ihren Mann, die verliert ihre Kinder. Naja, oder zumindest ihre Tochter. Ihr Sohn bleibt. Hier sehen wir ein bisschen was Artwork. Also, das ist auch äußerst hervorragend. Ja, ich wollte euch nicht so viel Nackte zeigen, aber leider komme ich da nicht ganz so drum rum. Herrliche Bilder, eigentlich weniger detailreich, ja, ein bisschen abstrakt. Könnte man das so sagen, abstrakt. Jedenfalls, ja, wurde jetzt nicht so viel Wert drauf gelegt, jede einzelne Falte oder Pore zu präsentieren. Ja, man hat ja auch wieder eine wunderbare Welt erschaffen. Fällt mir sehr gut, diese Idee.
Ist auch einfach mal was anderes als ja, Jupiter Ascending oder was auch immer zuletzt im Kino lief. Jetzt habe ich schon mit der Kamera gewackelt, verdammt nochmal. Ja, also wirklich mal andere Science Fiction. Ohne Weltraumschlachten. Viele Charaktere, die direkt eingeführt werden. Eine ganze Welt oder Gesellschaft wird hier drin erschaffen, die man wirklich gut eingeführt hat. Ja, auch die Gegner dazu. Ja, hier das tragische Schicksal der Familie Kane. Tja, und wie gesagt, ein Hammer Artwork. Ja, also Stell macht sich irgendwann auf den Weg, gemeinsam mit ihrem Sohn, oder sie versucht es zumindest mit ihrem Sohn, die Welt zu retten. Oder halt den aktuellen Führern zu beweisen, hey, wir können wieder nach oben an die Oberfläche, oder es zumindest probieren. Und macht sich dann auf die lange Reise. Hierbei trifft sie auf jede Menge Schwierigkeiten und auch auf den Typen, der dafür verantwortlich ist, dass ihr Mann verstorben ist. Ja. Sie trifft auch dann irgendwann auf ihre Tochter, versucht sie aus dem Fängen ihrer Entführer zu befreien, aber mittlerweile ist es so was wie eine freiwillige Sklavin dort geworden. Also das wäre bestimmt auch ein cooler 3D-Film, finde ich, und diese Unterwasserwelt mit den ganzen Monstern dazu. Allerdings, ja, wenn mich nicht alles täuscht, wird James Cameron in Avatar 2 oder 3 mit sowas kommen. Ja, hier haben wir so mal ein kleines Cover dazwischen geschoben. Ist eigentlich auch sehr detailreich alles gestaltet, muss ich sagen. Auch wieder ein gutes Comicbuch für Freunde anspruchsvollerer Kunst, würde ich mal sagen. Ein bisschen abgerutscht. Also, wer auf Science Fiction steht oder einfach mal was Neues ausprobieren möchte, was Science Fiction angeht, diese Rick Remender Stories, genauso wie Black Science, sind super gut. Geben einfach mal was anderes her als diesen üblichen Weltraumkram. Nichts gegen Weltraumkram, ich bin selber total Star Wars Fan, aber anders kann ich das jetzt nicht sagen, weil diese Welt, die hier drin gezeigt wird in Lowe, ist wunderschön und hervorragend gezeichnet und gemalt und koloriert. Ich bin schwer begeistert und kann das nur jedem ans Herz legen.